Lieben, es ist Heiligabend und es ist jetzt, also 24. Es ist jetzt irgendwie 11 Uhr und ja, wir sind mega im Stress, denn, also was heißt mega im Stress, aber nachher kommen die alle und wir feiern dieses Jahr nämlich bei uns. Und ja, ich wollte euch mal mitnehmen, gerade sind wir am Putzen, ich muss gleich noch durchwischen und Essen machen. Ja, also jeder macht eine Sache heute, also jeder bringt was mit und dann machen wir halt Buffet. Ja, und ich nehme euch einfach mal mit durch unsere Weihnachten. Ich bin noch gar nicht angezogen. Meine Haare auch noch gar nicht gemacht. Aber hier sind die Hunde. Und später kommt auch ein neues Teil. Das wollen wir nach Weihnachten aufbauen. So, der Herr ist jetzt da beim Saugen. Ich mache hier gerade das Essen für heute Abend schon mal und habe eine Torte gebacken. Die Hunde, die schlafen hier. Kommen gleich nochmal raus. Ich bin fertig mit dem Essen machen. So, jetzt muss ich mich fertig machen. Dann muss ich mal ganz kurz mit den Hunden in den Garten. Dann kommen auch schon bald Nala und so. Das haben wir noch gar nicht dazu gerechnet. Alleine über PayPal letzte Nacht nur 7.066 Euro bekommen. Online haben wir heute Vormittag über unsere Homepage 8.000... So, die Nala ist schon da. Da ist sie. Wir haben noch ein paar Stühle bekommen. Und die drei. Weil wir ja nicht keine Stühle haben, wir haben nur die Bänke. Ja, da hinten haben wir schon Nalas Ecke gemacht, falls sie sich nachher mal ein bisschen zurückziehen will. Da die rote Decke da. Ja, die anderen gehen jetzt zu Christbette und wir bleiben jetzt hier, warten auf die anderen und dann geht es um 17 Uhr ungefähr los. So, der Abend wäre geschafft. Ich habe jetzt nicht wirklich was gefilmt, denn wir saßen hier eigentlich nur und haben gequatscht und was man halt so an meinem Weihnachtsabend macht. Es ist jetzt mittlerweile 11:30, bis um 12 müssen wir auf jeden Fall noch wegen der Spülmaschine aufbleiben. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt schon mal aufgedeckt für den nächsten Nachmittag, denn morgen früh fahren wir direkt nach Sylt. Da filme ich auf jeden Fall noch ein bisschen, weil wir da auch am Strand gehen. Hoffentlich ist nicht so ein mieses Wetter. Ist jetzt mittlerweile so schlimm geworden, dass wir wirklich Sand vor die Tür schmeißen mussten, damit es nicht da reinregnet. Also, weil sich das da alles sammelt. Wir haben keine Ahnung, warum. Die Hunde fressen noch genüsslich ihre Hühnerfüße. Ja. Oh, und ich werde jetzt noch die letzten Sachen erledigen und dann auf die Spülmaschine warten und dann irgendwann auch schlafen gehen. Denn morgen um 8:45 starten wir ja schon wieder. Guten Morgen, frisch geduscht, melde ich mich um 7.53 Uhr an dem ersten Weihnachtstag an. ja, heute geht es ja nach Sylt. Ich bereite hier noch kurz alles vor, was wir so mitnehmen und räume noch ein bisschen auf und dann kommen die auch schon alle um 9. Viel Spaß.
So, wir sind gerade beim Essen und ja, die Hunde sind wieder lieb und irgendwie habe ich das Gefühl, Weihnachten besteht nur aus Essen. Wie ist das bei euch? Das ist aber eine gute Schulung auch für dich. Ja, aber das ist halt, man kann ja nicht, ich kann mir das Buch jetzt lesen, was nach von der Elektrik und Versorgung sein soll, weil man ja den ganzen Verrückten ja nicht bekommen kann. Was wünschst du dir denn nun zu deinem Geburtstag? Nämlich ja auch schon gesagt, überlegen. Also vielleicht kannst du der Oma sagen, jetzt brauchst du einen Anspruch über Mauer werden. Ja, über Feuchtigkeit, Dachdecken. Kauft die Oma dir so ein Gangsatz hier auch. Ja, ich will eine auch. Ja, das muss ja auf jeden Fall das Beste sein. So, damit wäre auch der erste Weihnachtstag geschafft. Ja, morgen ist halt nicht mehr so viel los. Abends eher. Dann nehme ich euch auch wieder natürlich mit. Ja, wir haben eben noch aufgeräumt. Dieses, jenes ist jetzt ungefähr 10:45. Und wir sind einfach nur erledigt und wir sind ehrlich gesagt froh, dass wir irgendwie bis nachts geblieben sind. Also ich, weil ich bin kaputt. Okay, bis morgen. Hallöchen. Es ist jetzt der zweite Weihnachtstag. Es ist jetzt schon irgendwie, lass mich lügen, 20 nach 1. Ja. Viel haben wir nicht gemacht. Ich bin auch erst um 10 aufgestanden, bin dann kurz mit den Hunden in den Garten gegangen. Hab dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Und ja, Leo hat noch bis 12 geschlafen. Dann habe ich noch die Meerschweinchen sauber gemacht. Und dann sind wir noch eine halbe Stunde Gassi gegangen. Ja, und morgen halt. Und ja, jetzt machen wir gerade Essen. Grace war baden. Hallo. 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 Hast du irgendwas mit Kleber gemacht oder so? Bin ich fertig. Ich werde noch schnell meine Tasche packen, dann noch ein bisschen aufräumen, mit den Hunden im Garten gehen. In ungefähr eine halbe Stunde werden wir abgeholt und dann fahren wir auch schon zur Elbphilharmonie. Also, ja, werdet ihr alles sehen. Der Grund, warum wir heute nicht so lange mit den Hunden rausgegangen sind, ist, weil das einfach die pure Stress für die Hunde waren und die einfach heute mal einen Tag runterkommen sollen. Dann sind wir auch nicht so lange Gassi gegangen, damit die alles ein bisschen easy la haben. Und wie seid ihr jetzt hergekommen im Auto? Wo steht der Wagen? Da vorne, wo wir letztens. Mein Handy ist schon wieder aus. Na toll. Ja, wir sind wieder aus Hamburg zurück. Es ist jetzt 11 Uhr. Ich genieße jetzt noch meine Fanta-Schnitte. Und meine Fanta. Ja, was für ein Wortspiel. Und werde noch ein wenig mal gucken, ob ich ein bisschen anfange, das Video zu schneiden, damit es nicht allzu spät hochkommt. Auch hochlädt. Ja, wir waren ja in der Elbphilharmonie, dann waren wir noch was essen und noch im Musical. Ich habe voll vergessen zu filmen. Aber naja, gut. Das waren unsere Weihnachten. Das war wirklich sehr schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Aber gut. Wie Weihnachten nun mal so ist, ne? Okay. Und bye bye.